Herzlich willkommen, liebe Tischtennisfreunde des WTTVs. Ja, nachdem wir jetzt das Becken gekippt haben im Stehen, werden wir uns jetzt mal etwas auf den Boden hinlegen, erstmal auf den Rücken. Dafür legen wir uns gerade hin auf den Rücken und die Beine sind etwas angewinkelt. Die Arme sind jetzt am Oberkörper verschränkt und ihr versucht eigentlich die gleiche Bewegung wie im Stehen. Ich fange mal an, erstmal das Gesäß anheben und jetzt ein Hohlkreuz zu bilden, dass ganz viel Platz zwischen dem Boden und dem Rücken ist. Wieder anheben und die ganze Bewegung wirklich nur steuern durch den Einsatz auch von Bauchmuskeln. Ihr kräftigt damit die unteren Bauchmuskeln und auch die Muskeln des unteren Rückens. Und es wird weiterhin so sein, dass eure ganze Bewegung geschmeidiger wird nach jeder Wiederholung. Genauso wie im Stehen, auch hier 60 Sekunden das Ausführen und dabei ruhig ein- und ausatmen. Ja, viel Spaß damit, haut rein und demnächst machen wir das dann auch im Liegen.